Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 17. April. Wie gewohnt starten wir unsere gemeinsame halbe Stunde mit Nachrichten vom Tage. Die Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr werden nunmehr schrittweise aufgehoben. Näheres dazu und weitere Meldungen haben wir für Sie zusammengestellt. Der Saurierpark Kleinwelka will jetzt Tierparks und Zoos der Oberlausitz finanziell unterstützen. So sollen in den kommenden Tagen 5 Einrichtungen jeweils 5.000 Euro erhalten. Unter anderem können sich der Naturschutztierpark Görlitz, der Tierpark Bischofswerda und der Zoo Hoyerswerda über eine Finanzspritze freuen, heißt es dazu aus dem Urwelt-Freizeitpark. Trotz der eigenen fehlenden Besuchereinnahmen will der Saurierpark den noch stärker Betroffenen helfen. Wir möchten in dieser schweren, außergewöhnlichen Zeit diejenigen gern ein wenig unterstützen, die es in unserer Branche mit am meisten brauchen. Die Zoos und Tierparks. Hier werden dringendst Gelder, vor allem für Futter, Tierarzt und Personalkosten gebraucht, begründet Saurierparkchef Volker Bartko das Engagement. Aus der Nachrichtenredaktion Matthias Pollmann. Der Familien- und Freizeitpark in Kleinwelka wird von der städtischen Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen betrieben. Mit einer netten Geste hat sich jetzt der Bautzener Landrat Michael Harig bei den Mitarbeitern des Hoyerswerda Entsorgungsunternehmens HLD für ihr Engagement bedankt. Neben der Würdigung der in Corona-Zeiten besonders schwierigen Arbeit der Müllwerker hatte Harig gleich noch ein Tablett frischer Pfannkuchen mitgebracht. Überreicht wurden diese von ihm selbstverständlich unter Einhaltung der Infektionsregeln mit Mundschutz. Nach den städtischen Museen Zittau und dem Barockhaus Görlitz sind jetzt weitere Museen im Landkreis Görlitz digital erlebbar. So hat die Firma Sachsenhitz aus Nieski jetzt auch virtuelle Rundgänge durch das Senckenberg-Museum Görlitz, das Dorfmuseum Markersdorf und das Kropnitzer Schloss produziert. Die Filme sollen es Besuchern auch in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen ermöglichen, die Museen zu erkunden, so Senckenberg-Sprecher Christian Düker. Die virtuelle Tour führt durch alle Ausstellungsräume des Naturkundemuseums und ermöglicht es sogar, einzelne Tierbecken im Vivarium zum Leben zu erwecken. In Schloss Kropnitz können unter anderem die Dauerausstellung und das Hochzeitszimmer besichtigt werden, sowie im Dorfmuseum neben den Ausstellungsbereichen auch der Schafstall. Erreichbar sind die Rundgänge über die Website der einzelnen Einrichtungen. Das bekannte Oderwitzer Wetterkabinett soll umziehen. Einst in gemeinsamer Initiative mit dem Schweizer Wetterfrosch Jörg Kachelmann eingerichtet, ist die überregional einzigartige Einrichtung in die Jahre gekommen. 2000 hatte Kachelmann in Oderwitz sein Wetterstudio Ost eingerichtet, 2008 gab er es wieder auf. Die Gemeinde übernahm es und führte es als Wetterkabinett weiter. Da die im selben Haus untergebrachte Touristinfo nach dem Willen des Gemeinderates in das Gemeindeamt integriert werden soll, wird nun auch für das Kabinett ein neues Domizil gesucht. Dafür kommt ein Umgebindehaus in der Nähe des Gemeindeamtes in Frage, das aber zuvor noch saniert werden müsste. Der Gemeinderat hat Bürgermeisterin Adelheid Engel ermächtigt, sich nach Fördermöglichkeiten umzuschauen. Der Umzug selbst kann frühestens 2021 erfolgen.
Das Oderwitzer Schützenhaus konnte unverhofft einen zweiten Frühling erleben. Der Gemeinderat hat beschlossen, bereits für ein anderes Projekt bewilligte Fördermittel in Höhe von 191.000 Euro in den Erhalt des Gebäudes zu investieren. Ursprünglich sollte mit dem Geld ein Anbau an die Turnhalle finanziert werden. Das Vorhaben erwies sich später jedoch als unwirtschaftlich. Laut Bürgermeisterin Adelheid Engel sollen nunmehr am Schützenhaus das undichte Dach neu gedeckt, die maroden Fenster ausgetauscht und die Außenfassade saniert werden. Bereits erfolgt ist der Abriss der Eingangstreppe wegen gravierender Bauschäden. Sie soll ebenfalls neu aufgebaut werden. Die geplanten Maßnahmen müssen aufgrund des Bewilligungszeitraumes bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Was wäre unsere Region ohne Ihre Vereine? Wir stellen Sie gerne einmal vor. Einfach eine E-Mail an info@lausitzwelle.de schicken und wir melden uns bei Ihnen. Was das kostet? Keinen Cent. Also schreiben Sie uns. Die Stadt Kamenz könnte schon bald um eine Sehenswürdigkeit reicher werden. Alljährlich findet dort im Sommer das sogenannte Forstfest statt, zu dem tausende Besucher in die Lessingstadt strömen. Was konkret geplant ist, berichtet jetzt meine Kollegin Vanessa Ulbricht in einem Interview mit Oberbürgermeister Roland Danz. Der Freistaat Sachsen hat das Kamenzer Forstfest für das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes nominiert. Damit folgt der Freistaat einer Empfehlung des Kultursenats. Die Kleinstadt und der Festförderverein hatten die Bewerbung im August vergangenen Jahres eingereicht. Ausschlaggebend für die Empfehlung des Kultursenates waren der integrative Charakter und die interkulturelle Tendenz des Kamenzer Forstfestes, das von einer großen Lebendigkeit geprägt ist und die Gemeinschaft fördert. Dazu Oberbürgermeister Roland Danz. Wir sind sehr glücklich, dass der Sächsische Kultursenat sein Votum gegeben hat und damit der Freistaat unser Kamenzer Forstfest mit seiner mehr als 300-jährigen Geschichte für diese Würdigung auf der Bundesebene vorgeschlagen hat. Damit wird eine sehr, sehr lange Tradition honoriert und gewürdigt, aber vor allem wird anerkannt, dass dieses größte Schul- und Heimatfest in Sachsen von den Kamenzerinnen und Kamenzern für sich und für die Region mit bis zu 1500 Schülerinnen und Schülern jedes Jahr erneut durchgeführt, vorbereitet und mit Liebe gelebt wird. Der Schritt der Nominierung ist schon ein ganz großer Schritt im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist für uns ja auch ein Ritterschlag an der Stelle, der zeigt, dass der Freistaat in einem hohen Maße das Interesse hat, kulturelle Traditionen, wie sie hier gelebt werden und in anderen Orten ebenso, aber besonders hier in Kamenz, zu unterstützen und auch zu befördern. Die Kulturministerkonferenz der Länder entscheidet dann zum Ende dieses Jahres auf der Grundlage der Begutachtung durch das Expertenkomitee der Deutschen UNESCO-Kommission über die Aufnahme. Weitere Nachrichten vom Tage sowie die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise in der Lausitz erfahren Sie jetzt. Der Linienverkehr im Landkreis Bautzen fährt ab Montag wieder nach dem regulären Fahrplan. Das geht aus einer Meldung des Landratsamtes Bautzen hervor. Demnach wird auch der eingestellte Schulbusverkehr dem Bedarf entsprechend wieder aufgenommen. Allerdings sollen sich alle Nutzer des ÖPNV auch weiterhin an den Mindestabstand von 1,5 Metern halten. Zum Schutz des Fahrpersonals ist der Ein- und Ausstieg an der vorderen Tür nicht möglich, heißt es vom Landratsamt dazu. Auch der Verkauf von Fahrausweisen bleibt weiterhin auf die Mobilitätszentralen und Ticketautomaten beschränkt. Entsprechende Informationen sind auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen zu finden.
Das Jonsdorfer Schmetterlingshaus muss dringend saniert werden. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, ist ein jahrelanger Rechtsstreit über Baumängel an der Dampfsperre der Freizeiteinrichtung mit einem Vergleich abgeschlossen worden, der der Gemeinde Jonsdorf Schadensersatz in Höhe von 250.000 Euro zubilligt. Die Mängel hatten zu erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion durch eindringendes Kondenswasser geführt. Die Gemeinde will das Geld nunmehr als Eigenmittel für die Schadensbehebung einsetzen. Zudem soll am Gebäude eine energetische Sanierung erfolgen. Diese ist im Falle des Schmetterlingshauses besonders wichtig, da diese Einrichtung aufgrund der erforderlichen hohen Innentemperaturen und Luftfeuchtigkeit einen enormen Energieverbrauch hat. Das Sanierungskonzept sieht auch eine Photovoltaikanlage vor. Neuaibau hat einen neuen Glockenturm. Nachdem der Vorgängerbau in der Nähe des Kirchgemeindehauses aufgrund von statischen Mängeln aufgegeben werden musste, hat sich die Dorfgemeinschaft mit Unterstützung der Gemeinde Kottmar einen neuen hölzernen Turm errichtet. Der Glockenturm ersetzt den Neuaibauern seit Jahrzehnten die nicht vorhandene eigene Kirche. Die Glocke läutet unter anderem zu Weihnachten, Ostern oder bei Todesfällen. Wann die Neuaibauerglocke nun ihr neues Domizil bezieht, ist allerdings noch unklar. Das Hotel Brauner Hirsch in Bernstadt auf dem Eigen erstrahlt auf seiner Frontseite bereits im neuen Glanz. Bauliche Aktivitäten finden derzeit hauptsächlich auf der Hinterseite statt. Der gebürtige Bernstädter und Unternehmer Winfried Stöcker will das einstmals erste Haus am Platze wieder zur Nummer 1 machen. Markant am Marktplatz zeigt sich derzeit das Nachbarhaus des Hirsch, das sich entkernt und mit zugemauerten Öffnungen präsentiert. Durch dieses Gebäude soll künftig der Haupteingang in das Hotel führen. Der Zugang zum Restaurant erfolgt separat durch den bisherigen Haupteingang, heißt es dazu vom Bauherrn. Auch wenn beide Häuser baulich miteinander verbunden sind, soll von außen der Eindruck zweier separater Gebäude erhalten bleiben, die, wie bisher, das Bild des Marktplatzes prägen. Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden, bleibt die Stadtverwaltung Bautzen vorerst für den Publikumsverkehr gesperrt. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen weiterhin telefonisch oder per E-Mail mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung klären. Dokumente können per Mail oder auf dem Postweg eingereicht werden. Diese werden wie gewohnt bearbeitet. Ab Montag bearbeiten die Kfz-Zulassungen wieder alle Anliegen. Zunächst öffnen aus technischen Gründen erst einmal nur die Behörden in Bautzen und Kamenz. Dies gilt auch für Privatpersonen. Um Wartezeiten für Kunden zu vermeiden und Kontakte zu reduzieren, werden Termine ausschließlich per E-Mail an kfz-zulassung@lra-bautzen.de vergeben. Die Sitzung des Zittauer Stadtrates findet am 30. April um 18 Uhr unmittelbar im Anschluss an die Sitzung des Technischen und Vergabeausschusses im Bürgersaal statt. Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen zur Corona-Vorsorge stehen für die Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt Plätze auf der Balustrade des Bürgersaales zur Verfügung. In der Stadt Spremberg können ab Montag Mundschutzmasken vergeben werden. Die Anzahl der Masken ist derzeit allerdings begrenzt, informiert die Stadtverwaltung. Der Gesichtsschutz wird kostenfrei abgegeben. Bis zu unserem Redaktionsschluss 17 Uhr lagen uns zu den Corona-Erkrankungen aus Ostsachsen und Südbrandenburg folgende Fallzahlen vor. Der Landkreis Bautzen verzeichnet 317 registrierte Erkrankungsfälle, somit 9 Personen mehr als gestern. Davon sind 180 Infizierte bereits wieder genesen. Das sind 12 Menschen mehr. Bisher sind 5 Personen am Virus verstorben. Im Landkreis Görlitz sind 238 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das sind 6 Personen mehr gegenüber dem Vortag. Von den Erkrankten sind schon 48 wieder genesen. Das sind immerhin 4 Personen mehr als gestern. Die Zahl der Toten liegt weiterhin bei 13 Menschen. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind 39 Erkrankungsfälle gemeldet, damit ist ein neuer Erkrankungsfall zu verzeichnen. 24 der Infizierten sind zudem wieder genesen. Hier sind bislang 2 Personen an dem Virus gestorben. Im Landkreis Spree-Neiße sind weiterhin 52 Menschen an dem Virus erkrankt, damit ist kein neuer Infektionsfall bekannt. 47 der Erkrankten sind schon wieder genesen, das sind 2 mehr als gestern. Aktuelle Meldungen zur Corona-Krise halten wir für Sie wieder Montag ab 18 Uhr bereit. Auch zur Entwicklung der Corona-Erkrankungsfälle in Ostsachsen und Südbrandenburg informieren wir Sie dann an dieser Stelle. Bis dahin bleiben Sie schön gesund. Knobi, Knobi, unser
Herzvital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist es jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Gemütliche Dreiraumwohnung in der Virchowstraße 11 in Hoyerswerda. Ruhige Zentrumslage mit Shopping und Kulturangeboten. Balkonblick ins Grüne, nur 325 Euro Kaltmiete, einschließlich Fahrradkeller. Nicht zögern, einfach im Internet unter wh-hy.de informieren und telefonisch unter Hoyerswerda 475 200 eine Besichtigung vereinbaren. Übrigens, damit der Einzug schneller geht, alle Räume sind mit Raufaser weiß tapeziert. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit Meldungen aus dem Polizeibericht. Anschließend haben wir wie gewohnt aktuelle Straßensperrungen, Behinderungen und Umleitungen im Lausitzwelle-Sendegebiet in Stop and Go für Sie zusammengefasst. Am frühen Donnerstagabend kam es auf der S94 am Abzweig Säuritz zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen wurden dabei drei Personen schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache waren drei Autos ineinander gekracht. Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden und Trümmerteile zu beseitigen. Die S94 war zeitweise voll gesperrt. Ordnungshüter des Polizeireviers Bautzen haben am Mittwochnachmittag zwischen Soritz und Rachlau einen 17-jährigen Mopedfahrer und seine Simson kontrolliert. An seinem Zweirad fehlte das Kennzeichen. Darauf angesprochen meinte er nur, dass es am Morgen noch da gewesen wäre. Die Beamten untersuchten das Gefährt und stellten dabei leistungssteigernde Umbauten fest. Für die nun mögliche Höchstgeschwindigkeit besaß der Fahrer jedoch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizisten stellten das Moped vorerst sicher. Sie erstatteten zudem eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag sind offenbar Vandalen durch den Bischofswerda Stadtwald gezogen. Dabei beschädigten sie die Sportgeräte auf dem Trimmdichpfad. Passanten meldeten die zerstörten Geräte telefonisch bei der Polizei. Ein genauer Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Am Mittwochabend war ein offensichtlich betrunkener 49-Jähriger mit seinem Skoda auf dem Denkmalsweg in Krostwitz unterwegs. Eine Streife hielt den Mann an und überprüfte seine Fahrtüchtigkeit. Bei der Kontrolle mussten die Uniformierten einen Atemalkoholwert von 1,26 Promille feststellen. Den Mann erwarten nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und der mehrmonatige Entzug des Führerscheins. Am Mittwochnachmittag haben Beamte in Elstra einen ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden 59-jährigen Citroën-Fahrer gestoppt. Dabei stellten die Uniformierten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Die Atemalkoholmessung vor Ort ergab einen Wert von 0,56 Promille. Auf den Betroffenen kommen nun, trotz des nur geringfügigen Überschreitens der Alkoholgrenze, voraussichtlich 500 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot zu. Stop it go! Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. In Seligstadt ist die Hauptstraße nach Arnsdorf zwischen der Bergstraße und dem Ortsausgang komplett gesperrt. Hier wird die Straße neu gebaut, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ebenfalls in Seligstadt ist die Hauptstraße zwischen der Fischbacher Straße und dem Bahnübergang voll gesperrt. Hier werden die Kanäle und Straßen grundhaft ausgebaut. Die Ortsdurchfahrt Talstraße im Doberschau-Gaußiger Ortsteil Kossern ist wegen des Breitbandausbaus komplett dicht. Auch im Doberschau-Gaußiger Ortsteil Schlungwitz finden Breitbandausbauarbeiten statt. Zwischen der Einmündung Fabrikstraße bis zur Einmündung Industriestraße ist eine halbseitige Sperrung. Die B6 in Jenkwitz ist bis zum Ortsausgang Barschütz wegen Straßenbauarbeiten komplett dicht. Umgeleitet wird über die B6 Bautzen und die S111.
Ebenfalls vollgesperrt wird die Ortsdurchfahrt Jenkwitz von der Rabitzer Straße bis zum Ortsausgang. Hier wird die Straße ausgebaut, eine Umleitung ist ausgewiesen. Die Ortsdurchfahrt S106 in Merker ist komplett gesperrt. Hier wird die Straße grundhaft ausgebaut. Eine Umleitung erfolgt über die K7211 Radibor und die S107. In Soland an der Spree ist die Gerhard-Hauptmann-Straße in Höhe der Geschwister-Scheu-Straße komplett dicht. Hier finden Bauarbeiten für den Regen- und Schmutzwasseranschluss statt. Umgeleitet wird über die B98 Wersdorf. Ab dem 27. April wird im Pulsnitzer Ortsteil Friedersdorf der Abschnitt zwischen der Mittel- und der Wiesenstraße vollgesperrt. Hier finden dann Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. Eine Umleitung wird über die S95 Pulsnitz-Gersdorf, S105 Reichenbach und die S104 ausgeschildert. In Großröhrsdorf ist die Pulsnitzer Straße in Höhe der Eastman Chemical Company halbseitig gesperrt. Hier werden Kanalarbeiten durchgeführt. In Königsbrück ist die S100 vollgesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Dresdner Straße und der B97 an der Marktstraße. Hier wird der Durchlass und die Brücke über die Pulsnitz instand gesetzt. Umgeleitet wird über die Umgehungsstraße. In Großnaundorf ist die Lomnitzer Straße vollgesperrt. Eine Umleitung für Pkw führt über die S56 Högendorf-Lomnitz. Eine Umleitung für Lkw ab 3,5 Tonnen führt ebenfalls über die S56 Högendorf, über die B97 Lausnitz, die S177 Ottendorf-Okrilla und die K9252 Lomnitz. Grund der Sperrung ist hier der Straßen- und Gehwegbau. Im Haselbacher Ortsteil Büschheim wird ab dem 20. April die Hauptstraße halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt hier dann den Verkehr. Ebenfalls ab dem 20. April wird die B9798 in Lausnitz auf der Dresdner Straße halbseitig gesperrt. Hier wird die Umfahrung ertüchtigt und im Zuge dessen Kanal- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Im Bernsdorfer Ortsteil Straßgräbchen ist die Kamenzer Straße zwischen der Weißiger Straße und dem Waldweg vollgesperrt. Hier finden Kanal- und Straßenausbauarbeiten statt. Eine Umleitung führt großräumig über die S94 und die B97. Außerdem ist in Bernsdorf voraussichtlich ab dem 20. April die S92, die Straße des 8. Mai, vollgesperrt. Umgeleitet wird dann hier über die B97 Lauter, die B96 und die L58. Im Wittichenauer Ortsteil Maukendorf ist die gesamte Ortslage komplett dicht. Eine Umleitung führt über die S285, die S95, die B97 sowie die B96. In Elstra ist die Kamenzer Straße halbseitig gesperrt. Hier finden Breitbandausbauarbeiten statt. Im Buschwitzer Ortsteil Jesnitz ist die Ortsdurchfahrt halbseitig aufgrund des Breitbandausbaus gesperrt. Auf der B96 in Königswartha ist die Hauptstraße zwischen dem Kirchplatz und dem Ortsausgang halbseitig gesperrt. Hier wird in drei Bauabschnitten die Betonrinne zurückgebaut. Die Umleitung erfolgt über die S98 Neschwitz-Zescher, Niesendorf und die S101. In Chillichau wird ab dem 20. April die komplette Ortsdurchfahrt aufgrund von Kanalbauarbeiten halbseitig gesperrt. Ab dem 20. April gesperrt wird der Bereich bei der Peterskirche zwischen der Peterstraße und Hainwald in Görlitz. Die Zufahrt zum Waldhaus und zum Hainwald ist dann nur über die Neißstraße möglich. Und auch ab dem 20. April halbseitig dicht ist dann die Zufahrt vom Platz des 17. Juni in Görlitz. Das betrifft den Abschnitt bis zum Obermarkt. Die Ausfahrt vom Obermarkt ist dann nur nach links in Richtung Theater möglich. Egal wo es für Sie hingeht, kommen Sie immer gesund und entspannt an Ihr Ziel. Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Zum Abschied unseres Programms blicken wir wieder in die Geschichte der Region. Anschließend erfahren Sie die Wetterprognosen für das kommende Wochenende. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
In der Hoyerswerder Herderstraße ist am 17. April 2007 nach gut einjähriger Bauzeit der Kinderverkehrspark offiziell eingeweiht worden. Der Park wird für die Ausbildung von Stepkes im Vor- und Grundschulalter benutzt. Betrieben wird er von der Verkehrswacht Hoyerswerda. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In der kommenden Nacht ist es wieder sternenklar bei Tiefstwerten um 2 Grad. Morgen scheint den ganzen Tag die Sonne und es werden 18 Grad erreicht. Sternenklar bei Tiefstwerten um 2 Grad. Morgen scheint den ganzen Tag die Sonne und es werden 18 Grad erreicht. Am Sonntag wenig Wetteränderung. Unter ständigem Hochdruckeinfluss bleibt es sonnig bei Werten um 15 Grad. Am Sonntag wenig und auch am Montag ändert sich nichts. Es bleibt bei dem sonnigen Wetter bei ebenso 15 Grad. Und auch am Montag ändert sich nichts. Es bleibt bei dem sonnigen Wetter bei ebenso 15 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Alle Nachrichten gibt es wie immer auch zum Nachlesen auf unserer Homepage unter lausitzwelle.de. Am Montag sind wir dann wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. Tschüss.